der Kaiserslautern. Ich begrüße dazu ganz herzlich die beiden Trainer an meiner Seite vom 1. FC Kaiserslautern, Kostas Runjajić, unseren FCH-Cheftrainer Frank Schmidt. Und das erste Wort geht an den Gästecoach, Herr Runjajić, Ihr Fazit zum heutigen Spiel. Bitte schön. Ja, erstmal Glückwunsch an den 1. FC Heidenheim. War ein kurioses Spiel, denke ich. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, mit einem schlechteren Ende für uns. Ja, Fußball ist Ergebnissport. Das Ergebnis passt uns natürlich gar nicht. Haben wir aber auch zum größten Teil uns selber zuzuschreiben. Und insofern müssen wir diese Niederlage so annehmen. Es ist sehr ärgerlich, die Mannschaft ist enttäuscht. Wer solche Fehler macht, wie wir sie gemacht haben, und den Gegner so einlädt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man am Ende als Verlierer nach dem Spiel dasteht. Erste Halbzeit relativ ausgeglichen, haben wir in einer Situation Glück gehabt, weil aus meiner Sicht das auch ein klares Foulspiel war von Tim Heubach. In der zweiten Halbzeit mit den ersten Chancen, die wir nicht genutzt haben und mit dem einen Ball, der, wie ich jetzt gehört habe, hinter der Linie war, haben wir natürlich Pech gehabt. Insofern hat sich das entsprechend ausgeglichen und durch unsere individuellen Fehler haben wir uns selber um den Lohn gebracht und bestraft. Und insofern werden wir uns ein bisschen schütteln, werden sicherlich das auch aufarbeiten, werden jetzt versuchen, in der Länderspielpause noch ein paar Automatismen, Mechanismen einzustudieren und zu trainieren. Und gehen davon aus und hoffen, dass wir dann im nächsten Heimspiel mit dem entsprechenden Ergebnis, mit dem entsprechenden Spiel uns von unserer guten Seite aus zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, vielen Dank, Kostas, erstmal für die Glückwünsche. Ich denke, es war ein kurioses Spiel. Ich glaube, das kann man schon so sagen, weil wir aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit es nicht geschafft haben, in der Defensive so zu agieren, wie wir das trainiert haben und auch vorgehabt haben. Ich bin auch der Meinung, dass wir zu Recht zurückgelegen sind, weil wir nicht gut verteidigt haben. Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern. Auch die Aggressivität in den Zweikämpfen war nicht da. Und Kaiserslautern hat es gut gemacht und wie gesagt, sich auch diese Führung verdient. Zur Halbzeit haben wir gesagt, wenn wir das Spiel drehen wollen, und das haben wir uns vorgenommen, dann müssen wir uns ganz anders präsentieren. Es war nicht der 1. FC Heidenheim, so wie wir ihn kennen in der ersten Halbzeit, auch wenn der Gegner es uns extrem schwer gemacht hat. Aber da muss man schon ganz anders spielen, ganz anders verteidigen, vielmehr auch sein Glück in die eigene Hand nehmen, wie wir es gemacht haben. Allerdings, denke ich, waren wir ein bisschen zu euphorisch direkt nach der Halbzeit. Da kann natürlich Kaiserslautern das 2-0 machen über das nicht gegebene Tor und auch die Aktion mit Heubach, hat der Kostas alles gesagt. Wobei ich sage, natürlich haben wir uns aufgeregt, aber es sind einfach Dinge, die können wir nicht ändern. Die gehören auch irgendwo zum Fußball dazu. Wir sind zurückgekommen mit dem Fehler natürlich von Müller beim 1-1. Und dann hat jeder an diesen möglichen Sieg noch geglaubt. Wir haben ein Stück weit auch Fehler provoziert und sind dahin gegangen, wo man auch mal Fehler ausnutzen kann, wo wir eben in der ersten Halbzeit noch nicht gemacht haben. Und deswegen machen wir dann auch vor allen Dingen auch das dritte Tor. Das zweite war natürlich Marc Schnatterer, so wie wir ihn kennen, mit einer grandiosen Schusstechnik, aber auch ein gutes Umschaltspiel. Und unterm Strich, denke ich, letzte Woche hätte man einen Sieg absolut verdient gehabt. Heute wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber letztendlich, es ist ein Ergebnissport. Wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte. Weil wir jetzt schon 10 haben nach 5 Spieltagen und weil es uns dann trotzdem zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch das Spiel heute zeigt, dass wir noch viele Dinge verändern müssen und verbessern müssen, weil mit Sicherheit halt viele Fehler auch uns unterlaufen sind. Und von daher trotzdem, die Moral ist immer wichtig, der Glaube, dass man auch ein schlechtes Spiel drehen kann, das haben wir gezeigt und von daher zumindest was den Glauben betrifft, den Einsatz, den unbändigen Willen bis zum Schluss alles zu geben, mache ich meiner Mannschaft heute ein Kompliment.